zusammen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin eine richtige Naschkatze. Und damit es nicht immer nur Schocke ist, zeige ich euch heute, wie man ganz einfach seine eigenen Müsli-Riegel machen kann. Das ist so easy und die gesünder und sogar besser Variante zu Schocke. Wenn ihr mich kennt, ich bin kein Fan von Waage, aber für das Rezept empfehle ich es euch wirklich, um es schnell abmessen, damit die Proportionen auch stimmen und die Riegel die perfekte Konsistenz kriegen. Wir fangen an mit 75 Gramm Butter. Dann brauchen wir je 50 Gramm Ahornsirup, Honig und Zucker. Zucker und Butter sind für das Rezept sehr wichtig, weil die binden die Masse und die Riegel werden nachher hart. Zuletzt kommt noch ein bisschen Vanillemark und wichtig, eine gute Prise Salz. So. Das alles tun wir jetzt auf den Herd. Der Butter schmilzt und der Zucker löst sich. Und in dieser Zeit können wir schon die trockenen Zutaten parat machen. Der Zucker ist geschmolzen und die trockenen Zutaten sind ja wie aus Zauberhand in meine Schüssel geflogen. Das tun wir jetzt zusammen mischen, bis eine klebrige Masse entsteht. Wir schauen wirklich, dass wir es gut verrühren, sodass eigentlich alle trockene Zutaten gut angefüchtet sind, damit nachher alles gut zusammenklebt. Und damit hier auch Riegel daraus entstehen, verteilen wir die Masse auf das Blech. Es soll etwa 1,5 cm dicke Fläche entstehen, damit wir nachher gut Riegel daraus schneiden können. Und jetzt geht die schöne Fläche für 30 Minuten bei 150 Grad Umluft in den Ofen. So sieht das dann aus, nachdem es gebacken hat und abgekühlt ist. Wichtig ist, lasst es wirklich bis zum Schluss auskühlen, damit es auch schön hart wird. Ihr könnt euch selber wählen, in welcher Form ihr die Riegel am liebsten habt. Ich habe gerne so mittelgrosse, man kann aber auch längliche oder so keksmässig daraus machen. Ich tue die Riegel am liebsten in einem Weggläschen aufbewahren. Ihr könnt aber auch irgendeine Tupperware nehmen. Sie sind bis zu 2 Wochen haltbar, auch länger. Bei mir überleben sie aber selten länger als 2-3 Tage. Ja, ich wünsche euch viel Spass beim Nachbacken. Und hoffe, sie werden so gut wie bei mir.